Der Nærøyfjord liegt in der Kommune Auerland und ist ein Nebenarm des berühmten Sognefjords, dem längsten und tiefsten Fjord in Norwegen. Wegen seiner spektakulären Landschaft wurde der schmale, 14 Kilometer lange Nærøyfjord 2005 in die Weltnaturerbenliste der UNESCO aufgenommen. Also lehnt euch zurück und lasst euch von diesen grandiosen Bildern verzaubern. Eine Kreuzfahrt auf dem Nærøyfjord ist unabhängig der Jahreszeit ein unvergessliches Erlebnis. Jede Jahreszeit verleiht der Fjordlandschaft ihren eigenen unvergleichlichen Touch. Kühle Farben, weiße Berggipfel und eisbedeckte Wasserfälle im Winter, blühende Laubbäume und Vogelgezwitscher im Frühling, grüne Bäume und lange helle Nächte im Sommer und eine goldene, leuchtende Landschaft mit frischer, klarer Luft im Herbst. Welche Jahreszeit mögt ihr am liebsten? Thank you.
auch sehen, dass ich tatsächlich mit war. Ja, ich war mit. Aber ich habe natürlich auch die ganze Zeit gefilmt. Genau, ich glaube, wir waren die Einzigen, die ganzen 2 Stunden draußen waren. Ich bin halt totgefroren. Und ich habe total geiles Sonnenbad genommen, wie man sieht. Aber ich fand es richtig immer toll. Ich habe immer an dieser schwarzen Wand gestanden. Da knallte die Sonne so richtig drauf. Ja. Das heißt, du hast richtig schön warmen Rücken gehabt die ganze Zeit. Ja. Und noch ein bisschen Farbe schon vorne. Ja, und ich bin halb totgefroren. Aber es hat sich, ich finde, total gelohnt, wenn ihr hier seid und das Geld übrig habt, macht das. Es ist wirklich atemberaubend schön. Schade, dass wir schon da sind. Wir können auch nochmal zurückfahren. Nee, wir haben ja jetzt den Bus zurückgebucht. Ja, wir sind inzwischen in Gudvang angekommen. Das ist anscheinend auch so ein Touri-Hotspot. Hier warten auch schon ganz viele Neureisende, dass die hier auf das Schiff kommen. Ja. Und wir müssen jetzt erstmal gucken, wo wir unseren Bus finden, damit wir gleich wieder zurückkommen. Ja, und dann geht es wieder zurück nach Florm. Direkt vor dem Ticketshop in Gudvangen stehen dann die Busse, die nach Florm zurückfahren. Von der Kälte waren wir total erledigt und wären am liebsten direkt zu Paul zurückgegangen. Aber wir hatten ja noch was zu erledigen. Und es hat gar nicht so lange gedauert. Gott sei Dank gab es ein Angebot. Drei für 100 anstatt einen für 45. Genau. Da fiel es an Andrea doch nicht so schwer, sich zu entscheiden. Und dann habe ich drei gekauft, natürlich. Weil wenn sie nämlich hätte einen aussuchen müssen, das wäre schwierig gewesen. Und deswegen haben wir halt nur... Genau, deswegen haben wir jetzt drei gekauft. 3 für 100.